Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr Blitz schnell eure Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Realida, ich grüße dich. Du hast folgende Frage gestellt. Sollst du bei ihm melden, ja oder nein? Also musst du eine Entscheidung treffen. Diese Karten sind für ja und diese Karten sind für nein. Aber erstmal betrachten wir deine Gegenwart. Und das zeigt hier dieses Bild. Ihr beide habt die Chancen, euch zu versöhnen. Und du kannst sicher sein, er kommt von alleine zurück. Und dieser Feuerelement bedeutet auch die Begeisterung, auch Leidenschaft und auch Bewegung. Im Gegenwart kämpfst du. Ist aber niemand da zum Kämpfen, das ist dein Inneren. Soll ich nicht, liebt er mich nicht, hat er einen anderen? Du stellst Fragen und dadurch verlierst du gerade die inneren Ruhe, die inneren Gleichgewicht. Man könnte sagen, du hast einen inneren Kampf gerade. Wie soll das weitergehen? Der nächste Schritt zeigt hier dieses Bild. Die Zahl 4 spricht dafür, dass hier Sicherheit, Stabilität und Struktur kommt. Warum? Weil er dich liebt. Warum? Weil er wieder zurückkommt. Die Kelchen zeigen deinen Gefühlen und auch seinen Gefühlen, weil er liebt euch. Aber jemand muss handeln, entweder du oder er. Und der andere hat vielleicht momentan noch eine sture Haltung. Und diese sture Haltung muss erstmal verändern. Was kannst du noch tun, die Situation zu verbessern? Die Zahl 4 bedeutet, genauso wie hier auch, Sicherheit, Stabilität, Struktur. Das hat Hand und Fuß. Und genau das sollst du verinnerlichen, damit du zur Ruhe kommst und pfleg dieses heilige Bild. Du brauchst eine Vorstellung davon. Dann kannst du schon mal was verbessern. Jetzt schauen wir die Karten an, die dafür sprechen, dass du bei ihm melden sollst. Also ein Ja dazu. Welche Nachteile hast du, wenn du den ersten Schritt machst? Das zeigt dieser Eremit. Wenn du bei ihm meldest, dann weißt du nie, ob er von alleine kommen würde oder nicht. Diese Frage bleibt immer offen. Welche Vorteile hast? Die Zahl 2 bedeutet Zweisamkeit, dass ihr wieder kontaktiert, dass ihr wieder zusammen seid. Und hier die Münzen vertreten die Erde-Elemente, das sind Daten, dass er wieder da ist. Ihr könnt etwas ausgleichen, ausbalancieren und natürlich auch die inneren Gleichgewicht finden. Warum wäre das gut, dass du diesen ersten Schritt machst? Das zeigt hier dieses Bild. Die Zahl 5 heißt, das sind Einflüsse von außen. Wenn die Zahl 4 wäre, dann würde ich sagen, das hat Hand und Fuß, das ist stabil. Dann kommt noch eine Zahl dazu. Und das sind Einflüsse von außen, manchmal von innen wie Angst. Aber ich würde sagen, wenn du lange zögerst, er wird mit einer anderen Frau verabreden. Und das bedeutet nicht, dass er da Interesse hat. Bedeutet auch nicht, dass er fremd geht,
sondern hier erkennen wir die Luftelement, die Schwerten symbolisieren die Luftelement und das bedeutet auch Gespräche führen. Erkennt jemand und da ist ein gewisser Austausch da. Die treffen sich oder sie schreiben miteinander und diese Kommunikation stört dann die Beziehung. Je länger diese Pause ist, umso mehr stört das diese Sicherheit, Stabilität, Struktur. Und das bedeutet, es wäre gut, wenn du mit ihm kommunizierst. Warum wäre das gut, den ersten Schritt zu machen, mit ihm kontaktieren? Das erzählt hier dieses Bild. Die Zahl 5 bedeutet Einflüsse von außen. Und das ist Kontakt zum anderen. Und das bedeutet nicht, dass er fremd geht, aber er kommuniziert mit jemand. Und das erzählt hier die Luftelement. Die Schwerten symbolisieren die Luftelement. Und Luft bedeutet auch Kommunikation. Die Worte werden über Luft vermittelt. Das heißt, er kennt jemand und sie sprechen miteinander. Und je länger ist diese Pause zwischen euch beide, umso gefährlicher ist es, weil dieser Einfluss von dieser Person, und ich vermute, dass das eine Frau ist, diese Person hat keinen guten Einfluss auf euch beide. Was sollst du tun? Was hilft dir? Höre auf dein Gefühl. Diese Königin beherrscht die Wasserelement und das symbolisiert die Gefühle. Dann bleib im inneren Gleichgewicht. Du musst dich mit dieser Frau gar nicht vergleichen, sondern hier ist wichtig, eine klare Entscheidung treffen. Dieses Schwert bedeutet auch Klarheit und klare Entscheidungen und auch Kommunikation. Und befreie dich von Ängsten. Jetzt schauen wir die Bilder an. Hier in anderer Seite, welche Nachteile hast, wenn du nicht meldest bei ihm und welche Vorteile hast. Der Nachteil ist, wenn du jetzt wartest, bis er kommt, dass es dauert. Hier entsteht Sehnsüchte. Mond bedeutet die Träume und Sehnsüchte. Und er wird nicht sofort melden. Die Sehnsüchte sind da und entsteht auch eine gewisse Unsicherheit dadurch. Je länger diese Pause ist, umso unsicherer bist du, er auch. Aber du musst es auch bedenken, dass er stur ist und er lässt dich warten. Welche Vorteile hast, wenn du wartest, bis er sich meldet, dass er an sich selbst arbeitet. Weil er vermisst dich auch, das darf man nicht vergessen. Er liebt dich, er hat auch seine Sehnsüchte, er vermisst dich auch. Und diese Zeit, wo ihr keinen Kontakt habt, natürlich muss er an sich auch arbeiten. Das wäre ein Vorteil. Was sollst du beachten? Das sind hier die Münzen, das kann auch sein Finanzen, indirekt sein beruflichen Situation sein. Und mein Gefühl sagt, er kennt jemand im beruflichen Umfeld. Und er hat diese Verbindung. Und wenn er mit dieser Frau kommuniziert und immer mehr redet, gibt dieses Gleichgewicht. Und du sollst aber darauf achten, dass diese Waageschale im Gleichgewicht bleibt. Weil das sorgt für Harmonie und Ausgeglichenheit.
Es kann dann passieren, tatsächlich kann das passieren, dass er hier in die Mitte kommuniziert mit dieser anderen Frau und mit dir nicht. Die Bilder haben symbolische Bedeutung. Schau mal, dieser Mann ist reich, er kann was geben. Er gibt und gibt und gibt. Diese Person nimmt und nimmt und nimmt und er bekommt nichts. Im Bild zeigt sich die Münzen, aber wie ich schon sagte, das hat symbolische Bedeutung. Das heißt, er gibt Aufmerksamkeit, er gibt Zeit und diese Frau nimmt und nimmt und nimmt und du wartest und bekommst weder Aufmerksamkeit noch eine Nachricht und er lässt auch Zeit. Und dann kippt sofort dieses Gleichgewicht. Was passiert dann, wenn du bei ihm nicht meldest? Eins ist sicher, es dauert, aber er kehrt wieder zurück. Und die Ergebnis zeigt hier dieses Bild. Und das ist schon die Fröhlichkeit, auch sehr familiär. Also es kommt schon ein guter Ausgang so oder so. Aber wenn du bei ihm nicht meldest, es wird dauern. Das kann sogar bis September dauern, bis er wieder da ist. Ist aber sehr erfreulich. Liebe Realida, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn euch es gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.